Hallo allerseits, merhaba, buongiorno, guten Tag, herzlich willkommen zur Alpagan Show. Das hier ist die zweite Folge von Alpagan TV. Ich habe euch was Nettes vorbereitet, ich war wieder unterwegs. Wie ihr wisst, am 12. April, in 12 Tagen, kommt mein Album raus. Alles kommt zurück, doch davor kommen wir zu meinem heutigen Gast. Er ist ein ehrenvoller Künstler, eine lebende Legende, der uns sehr viel vorgemacht hat. Jemand, den ich wirklich respektiere und als großen Bruder sehe. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den King of Rap, Kool Savas. Weiß. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe zu danken, dass du da bist. Große Ehre. Wie geht's dir? Alles gut? Gut, alles gut. Ich bin noch ein bisschen müde, Alter. Ich wusste nicht, dass der Alpagan-TV immer um 8 Uhr morgens gedreht wird, Alter. Ja, leider. Wir müssen früh drehen, tut mir leid. Aber trotzdem schön, dass du da bist. Dankeschön, Alter. Wir können auch gerne was danach frühstücken gehen. Sehr gerne, sehr gerne. Müssen wir mal schauen, ob es hier... Ist immer eine gute Idee, wenn man morgens aufwacht, wa? Ja, Mann, aber richtig vom Feinsten. Schön türkisches Frühstück mit Oliven, mit Zeitung auf dem Boden und so weiter. Jackpot, genau, ja, mit der ganzen Familie. Aus einem Topf. Oh, ja. Da will alles rein. Auf jeden Fall schön, dass du da bist. Danke. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Ich wollte mich auch nochmal hier vor den Zuschauern bei dir bedanken. Ich war ja letztens bei TV Total. Ja. Bei dir läuft's auf eins. Für den Tipp mit dem Sass. Das war übrigens die Idee von Savas AB, dass ich Stefan ein Sass schenke. Und da habe ich mich echt drauf gefreut. Und es hat wunderbar funktioniert. Das stimmt. Es hat mich auch auf jeden Fall extrem aufgelockert. Ja, Mann. Weil, ich wollte auch was mitbringen eigentlich, Alter. Aber Sars konnte ich nicht mitbringen. Und vor allen Dingen, ich wusste nicht, dass Ostersonntag ist, Alter. Ich hab's verplant, du weißt doch. Da habe ich schnell noch überlegt, was kann ich machen. Und du sagst immer, du bist der Meister aller Glatzen. Und du siehst ja bei mir auch Meister aller Glatzen. Aber eine Glatze will gepflegt werden. Daher habe ich ein bisschen improvisiert. Und wie macht man das, wenn man kein Geschenk bekommt? Ich habe dir einen Glatzengutschein mitgebracht. Dass wir zusammen einmal gemeinsam, kannst du auch in die Kamera zeigen, dass wir einmal zum Bell gehen und uns schön die Glatze gemeinsam das ist polieren lassen. Glatzengutschein von Savas für mich. Ich bedanke mich ganz herzlich für einen Friseur. Bestimmt ist es für Dings, Cutmuster. Ich würde ich gehe gerne zu Stroxos, Alter. Ja, ich weiß nicht warum, du weißt, wenn man einmal drin ist. So. Dann komme ich auch mal einmal dahin mit. Sehr dann gerne. Lassen wir uns einmal die Glatze polieren, denn es gibt nichts zu rasieren und zu schneiden. Ciao, ciao, ciao. Aber du bist gesund? Ich bin so, Dankeschön. Das ist das größte Geschenk für mich, dass du mir mitgebracht hast, dass du überhaupt selber hier bist. Sauerstoff, darf ich dir irgendwas zu trinken anbieten? Sehr gerne, Alter. Ich nehme vielleicht so ein bisschen Cola oder so, also irgendetwas, was einen aufregt. Bring mal bitte eine Cola für meinen großen Bruder Sauerstoff. Du hast voll das Team hier so um dich rum, Alter. Ich dachte, ich komme hier hin, wo wir beide alleine mit Handykamera, aber hier ist richtig mies alles aufgebaut, Alter. Das ist HUT-TV, wie du vorhin gesagt hast. AKA Dings, OKB, offener Kanal Berlin. Ja, Sauerstoff. Wir brauchen noch dieses Telefon, wie bei Offenbar, wo die anrufen war. Und beleidigen. Aber bei denen haben sie echt beleidigt. Schlimm, ich hab keine Ahnung, Alter. Da gab's früher Offener Kanal Berlin, da war so ein alter Mann, so ein ganz alter Mann mit weißen Haaren, der war wirklich fast 80. Auch ein Meister aller Glatzen. Und ein Meister aller Glatzen. Und der hat noch gelebt, der hat geatmet. Der hat ein Telefon, da kam Anrufe, die seine Mutter, seine Familie und alles beleidigt haben und er dann immer. Ja, sehr interessant. Sehr schön. Dankeschön. Können wir den nächsten Anruf annehmen? Original. Auf jeden Fall so in der Art, auf jeden Fall. Sauerstoff, die Leute freuen sich ja immer. Sauerstoff, Sauerstoff, letztes Jahr war ein sehr erfolgreiches Jahr für dich. Dankeschön, Alter. Gott sei Dank. Du hast zwei Alben rausgebracht, ein Soloalbum, Aura. Genau, Aura war so der Übergang von 2011 zu 2012, okay. Kam bei am 11.11.2011 und danach halt dann noch mit Savior das 2012. Genau, das 2012. Also sozusagen in den letzten zwei Jahren hast du jeweils ein Album rausgebracht. Und die beiden Alben waren halt sehr erfolgreich, worauf ich mich extrem freue. Vielen Dank. Ja, wir haben dich dann halt auch bei Stefan Rapp gesehen, Bundesliga Song Contest, ja, Mann, den ersten Platz geholt. Jackpot, inshallah bin ich auch mal da und rasiere den Markt. Natürlich. Und das Krasseste ist, du warst, letztes Jahr warst du zwei, dreimal auf Tour. Dreimal, Alter. Wie schaffst du das erst, Sauerstoff? Keine Ahnung. Mann, wir werden ja nicht jünger. Ich bin ein körperliches Wrack, Alter. Das ist krass. Ich meine, wir werden nicht jünger, wir werden immer älter. Und bei mir ist es ja so gewesen, ich war vielleicht eineinhalb, zwei Wochen auf Tour letztes Mal und das war mir schon anstrengend genug. Ja. Aber du hast echt zwei, dreimal und echt hart. Ich war auf deinem Auftritt in Berlin. Ja, da war Full House. Man muss immer über seine eigenen Dings da, jedes Mal über seine eigenen Grenzen gehen, so, weißt du? Ich sag ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so der Typ, der übertrieben viel Sport macht, Alter, also es hält sich in Grenzen. Und
auf Tour zu sein, das geht schon sehr, sehr auf die Knochen und natürlich auch auf die Psyche. Man trägt ja die Verantwortung für die ganzen Leute, die mit dabei sind. Wenn du dich krank fühlst, du kannst nicht sagen, ja, ich bin krank, ich trete nicht auf oder ich mach dies nicht, ich mach das nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, ohne die Leute, mit denen wir da unterwegs waren, wäre es auch nicht möglich gewesen. Das ist also sozusagen das Zugpferd von der ganzen Geschichte. Es geht ja auch natürlich um dich, aber natürlich auch, dass die Leute, die neben dir sind, dich halt auch motivieren oder du sie motivierst. Natürlich. Weil die haben ja auch was davon, wenn sie mit dir unterwegs sind. Man arbeitet zusammen aber auch, weißt du? Jeder muss Vollgas geben. Ja, da hast du recht, aber ich habe auf jeden Fall war ich im Berlin-Auftritt da und ich schwöre, ich habe noch nie so einen krassen Auftritt gesehen. Ich war ja auch mit einigen Leuten auf Tour, lange auf Tour, 3-4 Wochen. Ich habe krasse Auftritte erlebt mit den Leuten, ich will jetzt keinen Namen nennen, scheiß auf die. Ich habe echt deinen Auftritt extrem gefeiert und ich habe das erste Mal habe ich mitgemacht. Ja. Automatisch, deine Performance auf der Bühne, ich finde, ganz ehrlich, ohne zu schleimen und wenn es überhaupt einen Preis für einen Live-Act gibt, weißt du, für Live-Act, ich finde, den sollte man echt dir geben. Danke. Also, du machst echt richtig krass, richtig gut. Du animierst die Leute automatisch mit deiner Performance, weißt du, wie du schwitzt. Man merkt, du bist richtig mit dabei. Wie ein Schwein. Wie ein Schwein. Nicht wie ein Pferd, sondern wie ein Schwein. Auf jeden Fall war krass, hat mich gefreut. Vielen Dank, Alter. Du warst halt gut unterwegs. Ich war auch in den letzten 2 Wochen ein bisschen unterwegs. Echt? Und da hat mein Kamerateam was Nettes zusammengeschnitten. Wollen wir uns das mal angucken? Sehr gerne, ich bin gespannt. Das gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Making of, ja. Wie so lange Umbau, ich dreh das ab und mach so. Lass doch nur hier lösen, guck. Lüpp machen. Diese einmal Lüpp machen, bitte. Boah. Boah, die Sicherung hat nicht geschnappt. Boah. Nichts passiert. Na gut, ja, besser so. Ich meine, sieht schon fett aus, das Gerät. Der Gerät. Der Gerät. Der Gerät schläft nie. Das kann nicht da hängen bleiben. Der Gerät macht durch. Achso, jetzt ist die Sicherung drin. Zieh mal bitte der Gerät dran. Richtig kräftig. Kai oder der Geräte? Ja, noch ein bisschen kräftiger. Das Ding ist immer ein bisschen schwer. Noch ein bisschen. Der Gerät macht Rolle. Okay, und loslassen und das rote Ding festdrehen. Sehr gut. Geri oder der Geräte? Ja, und jetzt führe ich gerade ein bisschen Regie, bevor ich nach Berlin fahre. Denn ich habe dieses Talent, weißt du? Ich habe die Erfahrung gemacht als Schauspieler. Und versuche, meine Erfahrung ein bisschen mitzugeben, weiterzugeben. Und es sieht gut aus, wir haben gute Szenen. Der Gerät läuft. Jetzt kommt Blutszene. Er macht seine Hand, er hat ja die Bombe bekommen, die Kopfnuss. Jetzt machen wir ein bisschen Blut in seine Hand. Weißt du? Und danach macht er so die Hand vom Gesicht weg und man sieht den in seinem Blut. Okay, ist krass, Alter. Ist wirklich krass. Also eine Stunt-Szene. Stirb langsam 5. So sieht man doch, was kommt. Da kommt doch nicht was Kleines. Lass dich ruhig so machen. Markus. Ja, bitte? Er soll ruhig so machen. Dann machst du runter aus Blut. Ich kann das gerne machen. Er kriegt ja ein bisschen Blut. Das ist harmlos. Wenn du einen Kopfnuss auf die Nase kriegst, dann fließt eigentlich. Weißt du, das ist harmlos. Das ist nicht. Ja, aber schon ja, soll ruhig Blut in der Hand sein. Ja, dann spielt er sich ins Gesicht. Er spielt es ins Gesicht. Machen wir danach sowieso ab. Soll er gut aussehen. Dann mach einfach so. So, weißt du? Es muss nicht extra so gezeigt werden. Nur hier muss. Lass mir Krawalle lösen. Beschirren. Willkommen hier bei Wonder Waffel. Wir sind gerade im Stress, es ist sehr viel los, der Laden läuft, genau wie meine Nase gestern. Ich bin ab und zu hier in dem Laden, also Berlin-Kreuzberg, Adalbertstraße 88. Meister, kann ich was bestellen? Natürlich, ich war schon seit einer halben Stunde hier. Wirklich jetzt, ja? Ja. Habe ich gar nicht gesehen. Irgendwo kenne ich sie, ja? Kann das sein? Keine Ahnung, ich komme hier öfters mal essen. Echt, ja? Oder ich verwechsel sie, glaube ich, mit jemandem. Kann passieren. Auf jeden Fall mache ich
die Wonder Waffel, ich darf nicht Waffel sagen, Wonder Waffel. Und wenn ihr mal vorbeikommt, kann es der Fall sein, dass ihr mich hier erwischt und ich mache euch eine Wonder Waffel mit meinen Händen. Schnell, hier ist die Wonder Waffel, meine Damen und Herren. Was darf sein? Erdnussbutter würde ich erstmal nehmen. Erdnussbutter, sehr gerne. Erdnussbutter. Sie sind ja schon öfter hier, oder? Ich bin schon ein paar Mal hier gewesen, ja. Deswegen kennen Sie schon. Ich gucke, ob Sie das alles richtig machen. Daher lassen Sie sich nicht ablenken. Sie brauchen auch nicht die ganze Zeit alles. Okay, was darf noch sein? Ich will dazu noch Erdbeer. Haben Sie Erdbeermarmelade oder Erdbeersoße? Was ist Erdbeer? Mannschaft drin. Machen Sie drauf. Aber irgendwo kennen Sie, oder? Wirklich? Ja. Keine Ahnung. Bestimmt, weil Sie öfter hier sind, oder? Das ist gut möglich, aber ich habe Sie hier eigentlich noch nie gesehen. Komm. Ab und zu bin ich nachts hier, genau. Ja, die haben ja gesagt, dreimal am Tag wird der gereinigt hier. Okay, das darf so sein. Ich würde vielleicht noch frische Erdbeeren nehmen, wenn es möglich ist. Aber natürlich. Jedes Utensil, was Sie darauf fügen, wird das dann einzeln berechnet? Petersilie haben wir nicht, ja? Wird nicht einzeln berechnet, das ist einfach als Menü. Der hört mich an so einen Dings, an so einen japanischen Sushi-Koch, um ehrlich zu sein. Echt, mit kann sein. Mit den Handschuhen und so, und wie filigran sie das machen. Man sieht, sie haben schon des Öfteren irgendetwas filetiert, ne? Ja, Hygiene muss sein. Ich habe schon ein paar Menschen filetiert, aber da braucht man keine Handschuhe. Soll ich noch einschreiben? Ja, machen Sie mal. Ich meine, Sie sind ja der Profi. Ich kann das ja kaum entscheiden. Empfehlen Sie Wonder Waffel auch weiter? Das macht jetzt vom Geschmack der Waffel abhängig. Ich wäre, also bis jetzt habe ich, muss ich sagen, immer gut hier gegessen. Also ich wurde nie enttäuscht. Das glaube ich. Ist ja auch mit Zucker und nicht mit Salz. Das soll auch gut für die Figur sein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sieht man noch. Gut, das könnten Sie jetzt gleich auch für mich so einpacken. Einmal so drehen, ja? Achso, hier gibt es auch Zutrauen, ne? Wollen Sie zu Hause essen? Ich esse hier um die Ecke. Wollen Sie auch ein bisschen Sahne drauf haben? Nö, danke, jetzt nicht. Wonderwaffel mit Banane. Bitteschön, lassen Sie es schmecken. Meister, ich muss leider anschreiben, ja, ich habe kein Geld mit. Kein Problem, ja, ich kenne Sie irgendwoher, aber das geht heute aufs Haus, okay? Dankeschön, vielen, so was, vielen Dank. So was passiert nicht jeden Tag. Danke. Bei uns kann man auch auf Kombi, aber einmal in der Woche und das war gestern. Okay. Aber das ist okay so. Vielen Dank, danke. Danke auch. Guten Appetit. Bis nächstes Mal, ciao. Ja, Wonder Waffel, einmalig, excusez-moi. Und nee, excusez-moi heißt Entschuldigung, ich sage exquisit. Und ich mache mir jetzt auch eine selber, kreiere mir eine schöne Wonder Waffel. Und sehr empfehlenswert, wie gesagt, Adalbertstraße 88 in Berlin-Kreuzberg. Lasst es euch schmecken. Wonder Waffel. Tschüss. Geil. Kennst du den Laden? Ich habe viel davon gehört. Wonder Waffel? Ja. Warst du schon mal da? Nee, bis jetzt noch nicht, Alter. Ich muss mal vorbei. Würde ich dir empfehlen. Ja? Und dieser Typ gerade, Alter, überall kenne ich den, Yasser Hashabi. Kennst du den? Hast du? Keine Ahnung. Also keine Ahnung, vielleicht komme ich noch drauf. Kann mir keine Gesichter merken. Oder? Ich auch irgendwie nicht. Ich habe ein Spiel vorbereitet, Yasser Hashabi. Hat das was mit Joghurt zu tun? Nein, mit Joghurt nicht. Um Gottes Willen. In sowas will ich dich nicht reinreiten. Hast du es angeguckt mit Buddy? Ja, aber sonst Karriere eliminiert. Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe so ein Spiel vorbereitet, das heißt, wer bin ich? Es ist so ein Ratespiel und wir müssen die Person beschreiben in der Ich-Form. Okay. Jeder von uns kriegt so einige Namen auf Kärtchen und ich versuche die Person zu beschreiben. Zum Beispiel Lothar Matthäus. Wie würdest du ihn beschreiben? Wir dürfen auch keine Namen benennen, ja? Okay. Keine Namen nennen. Zum Beispiel Lothar Matthäus, ich würde ihn beschreiben, ja, ich bin ein Ex-Nationalspieler, war der Spielführer von der deutschen Nationalmannschaft, habe die Weltmeisterschaft geholt, bin jetzt in Insolvenz gegangen, hatte ein paar junge, hübsche Freundinnen, die nicht klargekommen sind mit mir und so, keine Ahnung. Weißt okay. du, so, versuche okay, ihn so nah wie möglich, um dir die Chance zu geben, dass du schnell erraten kannst. Okay. Wir haben eine Minute Zeit, um so viele Punkte wie möglich zu erzielen. Spielen wir gegeneinander? Gegeneinander. Achso, okay. Also viele Leute draußen, habt ihr verstanden, keine Namen nennen und so nah wie möglich die Person beschreiben. Willst du anfangen? Ich anfange. Als Gastgeber fange ich gerne an. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und kommen gleich wieder zurück mit unserem Spiel. Wer bin ich? Bitte! Die Zeit läuft, es geht los. Kessler. Okay, jetzt wieder zurück zu unserem Spiel. Wer bin ich? Es geht gleich los. Ich fange an. Hier mein Kärtchen. Ich will das natürlich den Zuschauern zeigen. Ach so, okay. Das sind die Namen. Okay, und ich werde dir jetzt ihm erklären. Das Kärtle. Das Kärtle. Das Kärtle. Die Hündle. Ich stelle es als Schäferhündle. Das Schäferhündle. Okay. So. Okay, Fett, die Zeit läuft jetzt. Ich bin Rennfahrer und habe Rekorde gebrochen. Michael Schumacher. Ja.
Ich bin eine Frau und bin in CDU-Partei die Führerin und Bundes... Angela Merkel. Ja. Angela! Ich war letztens bei seiner TV-Show. Alpagan. Und ich bin eine Frau und habe ihn... Nein, nicht Alpagan. Ich war in seiner TV-Show. Jetzt neulich. Ich habe ihn als Stefan Raab. Ja, und ich bin eine Frau und habe ihn im Ring geboxt. Regina Heimlich. Ja, ich war oder bin in Kalifornien der Gouverneur oder Bürgermeister. Aber oder Schwarzenegger. Nein, der Action Star. Ich habe eine Glatze, bin Türke und komme aus Türkei und bin in Berlin aufgewachsen und rappe. Alpha. Und? Gern. Ja. Ich bin eine Frau und war im Dschungelcamp und musste die meisten Prüfungen machen. Fiona. Die meisten Prüfungen musste ich machen. Die meisten Prüfungen. Fünf Sekunden. Die meisten Prüfungen musste ich machen. Sag doch mal was anderes, was sie noch machen. Die andere, aber nicht Fiona, sondern die andere. Aus. Also, Sascha, du hast 1, 2, 3, 4, 5 richtige Antworten von 8. Also, das heißt 5 Punkte. Entweder du hast sehr gut erklärt oder ich bin übertrieben intelligent. Ich weiß nicht, woran es liegt, Alter. Ich glaube, du bist übertrieben intelligent. Ich werde es nicht so gut hinkriegen. Ich hatte noch George Clooney für dich und Franz Beckenbauer. Hör auf, ich bin schon voll nervös. Ich bin nervös. Nachlegen, Alter. Bist du denn bereit? Ich glaube schon. Okay, die Zeit läuft jetzt. Ich bin eine türkische Schauspielerin aus Berlin, habe vor kurzem mit meinem deutschen Freund Schluss gemacht. Selahattin. Ich lebe in Entenhausen, aber stelle dort eine Minderheit dar. Mein bester Freund ist ein Hund, ein Trottel. Entenhausen? Mein bester Freund hat den Namen von einem Planeten. Nächste. Okay, ich habe mit Uma Thurman in einem Film getanzt auf der Tanzfläche so und... ich habe in einem Film mitgemacht, ich bin bei Scientology, ich stehe auf Flugzeuge. Tom Cruise? Nein, Mann. Ich habe in einem Film mitgemacht, wo es um Tanzen ging. Damit bin ich berühmt geworden. Nächste, ne? Oh mein Gott, okay, ich bin richtig. Ich hab den berühmtesten Gangsterfilm, im berühmtesten Scarface, Tony Montana, Al Pacino. Dankeschön. Ich bin der berühmteste und der beste türkische Sänger. Ibrahim Tatlıses. Dankeschön. Ich bin der beste Rapper Deutschlands. Kool Savas. Ich bin... 5 Sekunden. Okay, warte, ganz kurz. Ich bin ein Schauspieler, der beste Schauspieler der Welt. Alpagan. Nein, nicht ganz, aber fast. Kita Ritter Ramadan. Aus, aus. Scheiße, Mann. Scheiße. Voll schwer, Alter. Ich hab verloren. Ich hab verloren, weil ich so schlecht... Also, Dings, John Travolta, wusste ich nicht, wie ich das so spiele. John Travolta hat doch getanzt bei Pulp Fiction. Ja, Mann, John Travolta. Aber das war mein Fehler, Alter. Das ist doch kein Problem. Und Robert De Niro, ich wusste nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Also habe ich 4 richtige, war so wie ich mitgezählt habe? Genau, 1, 2, 3. Und Mickey Mouse wusstest du nicht, Alter. Nein. In Entenhausen stellt er eine Minderheit. Und mein Freund, Dings, Pluto. Was soll ich Entenhausen wie ein Planet. Ja, ich bin zurückgeblieben bei sowas. Ich auch, Alter. Also 4 Punkte. Du hast 5 Punkte, ich habe 4 Punkte. Ich habe schon wieder verloren. Letztes Mal hat Buddy Ogin auch gewonnen. So muss man es aber auch machen. Der Gast muss immer gewinnen, damit er gerne wiederkommt, ja. Alter. Also Mickey Mouse wusste ich, John Travolta auch. Ich habe so getan, als ob ich den nicht weiß. Dankeschön. Auf jeden Fall, Savas Abi. War ein gutes Spiel. Hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall mir auch. Savas hat gewonnen. Die Sieger hier oben, er ist auf der Rangliste ganz oben. Ich glaube, wie viele Punkte hat Buddy Ogin gemacht? Ich glaube, 6 Punkte, war. Also Buddy Ogin ist immer noch in der Führung, obwohl er im Jugendspiel war. Kann man nicht gewinnen, Alter. Aber wir dürfen nicht vergessen, er hat auch geschummelt. Er hat richtig runtergeguckt. Er denkt, die Kamera läuft nicht. Das habe ich gar nicht gesehen, Alter. Er hat so runtergeguckt, hat immer so in meinen Mund gefüttert. Ja. Er hat gut gezielt. Buddy ist ein guter Mann. Auf jeden Fall, ja. Savas mit 5 Punkten heute der Sieger. Ich habe 4 Punkte, immerhin. Wir haben gut geraten und gut erklärt. Er hat gut erklärt, ich war zu dumm, um es zu erraten. Kommen wir zu unserem Gewinnspiel. Der Gewinner von der letzten Sendung, der Meister aller Glatzen, erscheint jetzt hier unten. Den seht ihr gerade. Tolles Video, gefällt mir. Hast du ganz gut gemacht. Und auch heute haben wir auch ein Gewinnspiel für euch da draußen. Jeder von euch, der diese Sendung, Alpagan TV, auf meiner Facebook-Fanseite teilt, nimmt automatisch an dem Gewinnspiel mit teil. Und hat die Möglichkeit, eine Premium-Edition von meinem neuen Album, Alles kommt zurück, plus ein T-Shirt zerstört, zu gewinnen. Für den 2. Platz haben wir einen 30-Euro-Gutschein hier bei Chris Kulesse in Berlin Wedding. Der kann da gerne ein schönes Shisha rauchen, davor kann er was Schönes essen und was trinken, vielleicht mit seiner Freundin oder mit seinem Freund, keine Ahnung. Und für den 3. Platz haben wir auch einen 30-Euro-Gutschein bei Wonder Waffle, Berlin Kreuzberg, Adalbertstraße 88, geht vorbei, auch sehr empfehlenswert. Also nach Chris Kulesse kann man auch gerne dahin gehen und was naschen. Auch eine gute Idee. Ich habe noch eine Frage. Hast du vielleicht Kleingeld? Einen Euro oder so? Boah, Alter, warte mal ganz kurz, ich muss gucken. Ich bin immer pleite in meiner Sendung.
bei mir läuft. Ah, du hast Glück, Alter. Ich war gerade bei Lidl. Ehrlich, super. Ich brauche diese Dings für Wagen. Ich muss ein bisschen Umsatz machen, Sauschabi. Sauschabi, da du nicht mit leeren Händen gekommen bist, will ich dich nicht mit leeren Händen nach Hause schicken. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ciao, ciao, Hutes, Con, Chocolate oder Chocolate Peanuts. Einmal für dich. Vielen Dank. Lass dich schmecken. Vielen, vielen Dank. Ich hab zu danken, dass du da warst, Abi. Immer wieder gerne, sag Bescheid. Super, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und viel Gesundheit in deinem Leben. Dankeschön. Und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns ab jetzt nicht alle zwei Wochen, sondern jede Woche Sonntag. Ja? Auf euren Wunsch. Wahrscheinlich, ne? Viel Glück, viel Gesundheit, alles Gute, bis nächsten Sonntag. Das war Alpagan. Noch eine Sache, ja. Alles kommt zurück. Alles kommt zurück am 12.04. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Danke. Hallo, Alpagan, ich bin's. Usna alle Klatze. Merhaba arkadaş. Jetzt machst du mir alle Klatze. Usna an der Klotze. Usta Klotze, Usta, wer das? Noch die Klinge nahe und dann ist perfekt. Yeah. Das ist doch noch nicht fertig. Jetzt schon rasier, oder? Ja. Ja? Ich dachte, du willst ja alles erst drüber. Ich bin doch drüber. Doch, ist doch Busch. Wo? Ach Gott, das kleine bisschen. Ja, okay, ich danke. Ich scharfe Klinge drüber. Jetzt, hey, ich mach das Set, gell? Ich will Gewinner, Alter. Alpagan, Alpagan. Da, dein neue, hast du das neue Video geguckt von Alpagan? Mit dem neuen Track. Was denn? Zu dem Album, alles kommt zurück. Hat er noch ein neues Video gemacht? Oder wie heißt es nochmal? Scheiße, jetzt hab ich es vergessen. Ah, Karma. Kennst du es? Karma? Ja. Ne. Das ist ein geiles Video. Geht wieder um Liebe. Cool.